So, ihr Lieben, ich darf euch wieder ganz, ganz herzlich begrüßen. Wir haben heute das Thema schwierige Menschen und was kann ich dagegen tun? So, ihr erinnert euch vielleicht an das letzte Video, da haben wir ja dran gebastelt, wie können wir mit unserer eigenen Haltung etwas daran tun, dass wir mit den Menschen, die uns schwierig erscheinen, besser klarkommen und wie können wir uns auch resistenter machen gegen diese Menschen. Und heute wollen wir uns allerdings noch ein paar Punkte dazu holen, weil nur allein mit stoischer, toller Haltung können wir es halt doch nicht bewältigen. Und da will ich euch jetzt einen zweiten Punkt dazufügen, beziehungsweise euch dann auch noch so einen kleinen Werkzeugkoffer geben, was kann man tun wirklich im Alltag, dass es dir besser geht. So, der zweite Punkt, den ich gerade benannt habe, der bezieht sich darauf, dass du es hinkriegen musst, dich auch manchmal zu distanzieren. Ja, weil es gibt manchmal Menschen, die wirklich in deiner Nähe sind, die dich runterziehen, die dich ausbremsen, die dir einfach nicht gut tun. Und da muss man irgendwann dann auch mal sagen, da ist ein Schnitt jetzt, ich lass einfach los. Also wenn du jetzt beispielsweise, ich meine, das kannst du jetzt mit deinen Kindern machen oder mit deinem Partner, den kannst du nicht einfach vor die Türe setzen, ja. Aber wenn ich meinetwegen in der Verwandtschaft jemand habe, ja, wo es mich jedes Mal runterholt, ja, wenn ich mit dem zu tun habe, dann muss ich einfach mal hergehen und muss sagen, okay, nee, brauche ich nicht mehr, will ich nicht mehr, ich distanziere mich, dann wird eben nicht mehr telefoniert. Ja, also Leute, die dir nicht gut tun, die musst du auch manchmal wegnehmen, ja, oder auch Bekannte. Manchmal hat sich das einfach überlebt mit Bekannten, wo du sagst, okay, es hat getaucht für die letzten so und so viele Jahre, aber es hat sich jetzt überlebt, weil ich mich weiterentwickelt habe und dann passt es eben nicht mehr. Ja, also diese Trennung, dieses Loslassen. So, kommen wir jetzt allerdings mal zu den Leuten, die du nie einfach loslassen kannst, die in deiner Umgebung sind, deine Kollegen, du hast deinen Job, du hast Chefs, du hast deine Verwandtschaft, du hast Familie, ja. Und da kann ich nicht einfach jedes Mal vor mich hin singen, weil dann taucht es auch nicht immer und jedes Mal, ja. Und ich kann nicht jedes Mal, wenn der Chef zur Tür reinkommt, mich unter den Schreibtisch legen, ja, und mich abducken. Also, was tun wir? Und ich sattel jetzt mal das Pferd von hinten auf. Ich sage euch jetzt mal, was wir auf jeden Fall nicht tun. Nummer eins ist, dass du auf schwierige oder Leute, eben die problematisch sind, aggressiv reagierst. Weil das weißt du oder das kannst du an fünf Fingern selber abzählen, dass dann Situationen sehr, sehr schnell eskalieren, wenn du mit der gleichen Münze zurückzahlst. Und das Zweite, und das möchte ich dir wirklich ans Herz legen, ja, was auch ganz, ganz problematisch ist, wenn du dich anpasst, also im Dauerzustand quasi devot alles runterschluckst und sagst, ah, da lege ich mich jetzt mal nicht an, weil dann muss ich das fünf Tage aushalten oder ausbaden oder mein Gott, dann habe ich vielleicht negative Konsequenzen. Und weil wenn du immer schluckst, 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 musst du dir ja mal vorstellen, ja, das schwitzt du ja nicht unten durch die Fußzehen wieder raus, sondern das sammelt sich in dir, musst du dir mal vorstellen, wie so ein Dampftopf, der sich immer mehr füllt. Ja, also das ist absolut destruktiv. Das macht was psychisch mit dir. Ja, ich habe ja hier tonnenweise Leute, die kommen mit Burnout, mit Depri, wo das Ende des Lieds ist. Ja, und zum Zweiten, wenn es mental, also wenn es dein Geist nicht packt, dann wird der Körper sich mit einklinken und du kriegst dann auch wirklich definitiv Krankheitssymptome, die das zeigen, dass einfach dieses Gift in dir, ich muss mal ein bisschen dramatisieren, dass es dir nicht gut tut. So, jetzt machen wir mal auf die Schnelle einen kleinen Notfallkoffer, habe ich euch ja gesagt. Da gibt es jetzt ganz viel, also das würde jetzt hier jeden Videorahmen sprengen. Also da mache ich ja auch viele Kurse, die gehen dann manchmal ein, zwei Tage drüber. Aber einfach, dass du so mal eine kleine Übersicht hast. Im engeren Kreis, vor allen Dingen, ich möchte da appellieren im Business, ja. Ich würde da schon mal anfangen, dass ich mich nie zu offenherzig zeigen würde. Offenherzig meine ich mit offenporig, zu emotional, zu vertrauensselig, weil du musst heute damit rechnen, dass wenn du dich offenporig zeigst, dass du heutzutage leider ganz viele Leute hast, die genau in diese Poren reinkriechen und die andocken, die dich praktisch schwächen dadurch, ja, um ihre eigene Kraft rauszuziehen. Also gesundes Misstrauen. Es tut mir leid, dass ich dir das jetzt sage. Ich bin auch ein vertrauensseliger Mensch normalerweise. Aber wirklich, glaub mir es, gerade im Berufsleben oder sonst wie, versuch dir so ein bisschen eine Schutzhaut drüber zu ziehen, dass nicht jeder da in dich rein kann oder dir jeder was
dich negativ stimulieren kann. So, zweite Sache, wenn es irgendwo Turbulenzen gibt in der Nähe, ja, also wo du jetzt mit jemand aufeinander prallst oder mit Kollegen oder vielleicht auch mit in der Familie oder sonst was. Es ist immer gut, wenn man es nicht eskalieren lässt, sondern einfach dann sich rauszieht aus der Situation und sich auch, das klingt jetzt vielleicht banal, ablenkt. Also, dass du aus dem Raum gehst, dass du einfach was anderes tust, dass du vielleicht zu einer vertrauensvollen Person gehst und vielleicht mal drei Takte redest, dass es dir besser geht, also raus aus der Situation. Manchmal mache ich so, weil mir geht es auch nicht immer gut, dann drehe ich mich einfach im Raum um und gucke aus dem Fenster raus. Weißt du, was ich meine? So eine Art Perspektivenwechsel und schon geht es einem so ein bisschen besser in dem Fall. So, was musst du tun? Also wenn dich jemand wirklich aufregt und du bist, was weiß ich, mit dem Kollegen jeden Tag zusammen oder hast ständig mit der Person zu tun in der Familie, ja, du kommst nicht drum herum, drüber zu reden. Du musst drüber reden. Und zwar, und das ist der nächste Punkt, initiativ. Weil du kannst 100 Jahre drauf warten, dass andere auf dich zukommen und sagen, oh, es tut mir so leid und furchtbar und wir müssen was ändern und überhaupt. Nee, du musst selbst den Hintern hochkriegen und wirklich initiativ auf jemanden zugehen. Und das machst du aber bitte nicht dann, wenn es eh gerade raucht oder wenn ihr aufeinander geprallt seid, ja, weil dann weißt du ja, dann gibt es ja diese Spiralen, die dann wirklich ungut ausgehen. Und da gebe ich dir jetzt mal eine Faustregel, wenn du dich mit etwas konfrontieren willst, also mit diesen schwierigen Leuten oder Situationen, mach das bitte innerhalb 72 Stunden, weil danach tritt sich's quasi fest. Also wenn du nach einer Woche kommst und sagst, ach ja, und jetzt und überhaupt, und das, wie du dich aufhörst, und es geht so gar nicht, und ja, das hat überhaupt keine Relevanz. Und du wirst auch keinen Bezug mehr mit dieser Person finden. Also versuch es wirklich innerhalb dieser 72 Stunden zu machen, aber nicht gleich. Also einfach mal drüber schlafen, wenn es eh gerade angespannt ist in der Situation. Dann kommt es natürlich auch ein wenig auf die Preislage an. Wie gehe ich auf jemanden zu? Ja? Auf die Tonart oder wie sagt man, wie heißt es nochmal, wie man in den Wald reinruft, so kommt es zurück. Also wenn du natürlich hingehst und sagst, ah, du bist ja furchtbar und wie kannst du so mit Menschen umgehen und überhaupt, die letzte Zeit, du bist unmöglich, ja, dann hast du da keinen Konsens, dann kannst du es gerade bleiben lassen. Ja? Also das heißt, wenn du so ein bisschen auch dezent auf jemanden zugehst und ich sage, du pass auf, Andrea, ich habe da mit ein bisschen Thema, neulich ist das und das passiert, hast du mal Lust, wollen wir mal eine Viertelstunde in die Kantine, mir ist es einfach ein großes Anliegen. Vielleicht kannst du mir ja mal was dazu sagen, wie du siehst. Ja? Da klingt es ja ganz anders, wie wenn du sagst, so unmöglich, wie du dich aufhörst. Ja, also immer ein bisschen auch aufpassen mit der Wortwahl. Dann noch ein kleiner Tipp, weil ich doch vorhin gesagt habe, du musst die Initiative zeigen. Ja? Du musst mit einem Phänomen rechnen. Die Leute werden immer, oder meistens, sagen wir mal so, meistens, die werden immer so irgendwie so tun, als ob sie ja, das gar nicht betrifft. Also wenn du jetzt kommst und sagst, ja, ich möchte mal reden, weil ich habe damit ein bisschen ein Thema und ich möchte mit dir gut eben weiterarbeiten, dann werden die immer sagen, oh, ich weiß nicht, was du willst. Ja? Ich habe kein Problem. Ja? Also das ist aber ein Phänomen, damit musst du rechnen. Die Leute wollen sich nicht outen, die wollen keinen Gesichtsverlust und wollen zeigen, dass sie damit überhaupt kein Thema haben. Also das heißt, du musst, wenn du dich mit solchen Leuten konfrontierst, manchmal zwei oder wenn du dich traust, auch drei Anläufe nehmen und du wirst dann sehen, und das ist das Fantastische dabei, ja, dass du hier wirklich merkst, dass diese Menschen dann auch wirklich auf dich zukommen. So, und in dem Fall auch hier mal ein bisschen wieder üben. Das ist so, ne, ist ja mein Anliegen, dass wir das immer praktisch umsetzen. Und dass du da vielleicht dir mal eine Person aussuchst, wo du sagst, naja, ich schiebe das jetzt schon ewig weit weg und ich konfrontiere mich nicht, weil die Situation macht mir Angst oder die Person macht mir Angst. Dass du es einfach mal probierst, mal die ersten Schritte zu tun. Das muss nur nicht klappen. Weißt du, das muss jetzt nicht unbedingt toll die Früchte tragen. Aber dass du einfach das zur Gewohnheit machst, ja, Dinge anzugehen, die dich erst einmal ja, ängstigen oder dir bedrohlich sind. Und dann wirst du merken, dass wenn du auf Menschen zugehst, die du oft als bedrohlich erlebst, ja, dass dieser Gang, den du da tust, unglaublich viel für dein Selbstwertgefühl tätigt. Ja, also wo du wirklich merkst, mit jedem auf jemanden zugehen, mit jeder Initiative wirst du quasi ein Stückchen größer. Und das wünsche ich dir.
So, und dann schließen wir hier wieder ab mit unserem Video. Ich denke, wir sehen uns wieder in ein paar Tagen. Abonniert kräftig, freue ich mich drüber. Daumen, freue ich mich drüber und auch übers Teilen. Und auch, wenn ihr wieder Lust habt, guckt mal auf www.loral-training.de und da kann man Sachen vertiefen. Also ich biete auch viel Coaching an und Trainings und Seminare. Also wer da Interesse hat und will mal gucken, seid ihr gerne eingeladen. Und so bedanke ich mich wieder für eure Zeit, für eure paar Minuten und freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal, eure Susanne Loral.